Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, liebe Angehörige an der TU Dresden, ich habe in einem der letzten Videos die Infokarte, blende ich hier oben ein, ja schon vorgestellt, wie Sie mit OBS oder Streamlabs OBS CD-konforme Videos produzieren können für die TU Dresden, also indem Sie das Corporate Design der TU Dresden verwenden, um entsprechend Videos zu produzieren. Und jetzt haben Sie seit kurzem die Möglichkeit, diese Videos einzustellen am Videocampus Sachsen und nach wie vor bei YouTube. Und Sie sollten sich darüber klar werden, dass die Videos auf Videocampus auch öffentlich gelistet werden können und dann natürlich von anderen Userinnen weltweit geschaut werden können. Insofern sollten Sie sich auch Gedanken machen über das Urheberrecht bei dem Ganzen und unter welcher Lizenz Sie das veröffentlichen möchten. Und es gibt zum Beispiel bei YouTube zwei Standardlizenzen. Das eine ist die Standard-YouTube-Lizenz und das andere ist eine Creative Commons-Lizenz. Und die Creative Commons-Lizenz hängt sehr stark mit den sogenannten Open Educational Resources zusammen, also OER. Und ich würde Ihnen heute ganz kurz vorstellen, wie Sie Thumbnails produzieren, die zum einen CD-konform sind und zum zweiten Ihre Lehr- und Lernmaterialien schon als Open Educational Resource ausweisen. Informieren Sie sich bitte darüber. Es wird demnächst auch uniweit dazu das ein oder andere vorgestellt werden. Davon gehe ich fest aus. Damit Sie erkennbar sind als Angehörige der TU Dresden, nicht, dass man da immer so eine Baustelle hat von wie auch immer gearteten Vorschaubildern. Und auch wenn das eigentlich nicht meine Aufgabe ist, sondern die Aufgabe von D7, Sie dafür zu sensibilisieren, so finde ich es immer wichtig, also für mich persönlich wichtig, wenn ich die Angebote, die aus einer bestimmten Institution kommen, auf den ersten Blick erkenne. Ja, wie kann man das Ganze umsetzen? Ich habe Ihnen hier hab angekündigt, dass man das Ganze mit PowerPoint macht. Und ich habe Ihnen hier eine Vorlage gebaut, die ich Ihnen ganz kurz vorstellen möchte. Diese Vorlage ist sehr einfach zu bedienen und das Einzige, was Sie wissen müssen, ist, dass Sie mit dem sogenannten Folienmaster umgehen können müssten. Den blende ich jetzt mal auf, den Folienmaster, mit dem Sie Vorlagen für die einzelnen Folien erstellen. Und Sie sehen hier drei Beispiele, die ich jetzt auch in verschiedenen Kontexten schon verwendet habe. Die Bilder sind entweder gemeinfrei oder so alt, dass man sie benutzen darf. Und Sie sehen, das Ganze hat hier diese Titelbubble, die für das CD der TU Dresden typisch ist. Ergänzt habe ich den Cornerback, und zwar das TU-Logo. Und dann sehen Sie auf der anderen Seite das OER-Logo. Moment, das scrolle ich jetzt mal schnell hin. Ups, das war zu weit. Das OER-Logo, Open Educational Resources-Logo, in dem Sie Ihren Namen ergänzen können. Das wäre jetzt in meinem Fall Alexander Lasch. Und meine Inhalte stehen unter der Lizenz CC BY 4.0, also Creative Commons mit Namensnennung in der Versionsnummer 4.0. Eine andere beliebte, sehr beliebte Creative Commons-Lizenz ist CC BY SA für Share-Like, also das heißt das Teilen unter gleichen Bedingungen. Beide Lizenzen sind üblich im OER-Bereich. CC BY ist allerdings der Goldstandard, nachdem Sie das Material benutzen dürfen, weiterverwenden, weiterentwickeln dürfen und nur den Urheber benennen müssen, von dem Sie das Ganze haben. Nur ein Beispiel: Wenn ich diese Präsentation nicht unter CC BY-Lizenz stellen würde, dürften Sie sie nicht verändern. Deswegen entscheide ich mich für diese Lizenz und dann sehen Sie hier, dass Sie unterschiedlichste Varianten haben. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel einen bestimmten Foliensatz realisieren wollen, zum Beispiel für eine Videoreihe oder für eine Einführung, dann ist es so, dass Sie ein beliebiges Bild nehmen. Ich nehme jetzt mal dies. Sie duplizieren dann das Layout und ich suche jetzt mal ein entsprechendes Bild noch heraus, was wir hier integrieren können, was sich gut eignet, weil es dann entsprechend auch dunkler ist. Ich nehme jetzt mal
dieses und ziehe das auf das Design auf. Ja, so. Schneide es zu. Ist auch ein quelloffenes, also unter CC BY 0 veröffentlichtes, also man muss hier nicht mal den Namen nennen, der oder der Künstlerin oder des Künstlers. So, dann sollten Sie das Ganze natürlich in den Hintergrund schieben, und zwar so lange, bis Sie alle Inhalte entsprechend sehen. Das, halt, das war jetzt falsch. Das legen wir auch noch hinten. So, jetzt können wir hier diese Grafik löschen, diese in den Hintergrund schieben, und dann haben Sie schlussendlich, ich sehe schon hier, das ist TU-Logo kaum zu erkennen. Da müssen wir nochmal ran. Eben nach hinten machen wir das Bild etwas dunkler. Ja. So. Verschieben es in den Hintergrund. Tragen noch an diesem neuen Layout den Namen ein. Eine kurze Verschiebung hier, das müssen wir noch mal korrigieren. Das Bild noch mal. So. Tragen Sie Ihren Namen ein. Die Navigation in diesem kleinen Fenster ist jetzt gar nicht so einfach. So, also Ihren Namen ein, eben nach. Halt, müssen eine Ebene nach hinten. Jetzt ist es möglich, Ihr Name wäre jetzt in meinem Fall wieder Alexander Lasch. Schließen dann die Master-Ansicht und würden eine neue Folie ergänzen oder würden diese nehmen, diese nutzen. Neue Folie, und würden jetzt hier das neue Layout einstellen. Und jetzt sehen Sie schon, dass Sie bis auf kleinere Anpassungen dieses Set nutzen können. Und ich schiebe das nochmal ein bisschen so. So entspricht das den anderen Vorlagen. Könnten das dann neu benennen und ab dieser Stelle mit diesem Layout für eine ganze Reihe von Veranstaltungen neue Folien anlegen. Und wie kommen Sie jetzt an die Thumbnails ran? Das ist entsprechend einfach. Sie speichern einfach die ganze Präsentation entweder als JPEG oder als PNG. Ich empfehle Ihnen, JPEG zu nutzen, dann ist die Kompressionsrate etwas stärker. Und manche Videoportale, also Videocampus Sachsen, schauen auf die Dateigrößen. Also das heißt, wenn Sie eine größere Datei wählen, als dort vorgesehen ist, können Sie das nicht als Vorschaubild nutzen. Speichern das Ganze als JPEGs ab. Sie werden dann gefragt, ob Sie alle Folien speichern wollen oder nur die eine. Wenn Sie alle Folien speichern, wird ein separater Ordner angelegt. Und dieser separate Ordner ist dann schlussendlich beinhaltet alle Slides. Und jetzt nehme ich diese Folien hier mal raus. Lasse das Layout, aber das Master Layout da, und würde Ihnen diese PPTX im Beschreibungsbereich unter diesem Video verlinken, sodass Sie sie einfach selber benutzen können. Speichere das Ganze ab und würde jetzt mal versuchen, Ihnen das Bild zu zeigen, was wir da gerade abgespeichert haben. Und das Ganze mache ich, indem ich hier ein anderes Programm auswähle, nämlich in dem Fall jetzt den Tutorial Commander. Man muss jetzt noch ein bisschen ziehen hier. So. Und in diesem Tutorial Commander gehen wir jetzt auf den Livestream, die Vorlagen, die Titelbilder. Und Sie sehen schon hier Thumbnails CD-konform. Hier ist der betreffende Ordner. Und in diesem Ordner sind jetzt alle Folien abgelegt, die wir gerade bearbeitet haben.
Und diese können Sie dann natürlich aufrufen und verwenden in den Videoportalen, also YouTube oder dem Videocampus. So, ich hoffe, dass diese ganz kurze Übersicht Ihnen deutlich gemacht haben kann, wie man solche konformen Thumbnails erstellt. Hoffe, Sie setzen das ein und würde mich freuen, wenn Sie auch entsprechende Ideen voranbringen und vorantreiben, damit man sich austauschen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in diesem Semester eine Weiterentwicklung der digitalen Lehre haben werden im Hinblick auf OER an unserer Universität. Und ich kann Sie jetzt schon nur dazu ermuntern und einladen, dass Sie alles das, was sich in dem Bereich bewegt, mit größtem Interesse verfolgen und dass wir hier auch universitätsweit zu einem Austausch kommen, sodass wir uns als Gemeinschaft weiterentwickeln hin zu einer Universität, die auch ihre Wissensressourcen teilt. Wie das gelingt und wie das geht, kann man sich sehr gut an der SLUB abschauen, die eben auch in den Bereich von Open Access, Open Educational Resources und Open Science beispielhaft ist für eine Wissenschaftsbibliothek. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen schönen Samstag und wir sehen uns hoffentlich ganz bald auf diesem Kanal oder an anderer Stelle. Bis dahin, Ihr Alexander Lasch. Ja, und auf der linken Seite sind jetzt noch zwei Videos zu sehen aus meinen Kanälen. Wenn Sie mögen, schauen Sie dort einfach weiter und um dem YouTube-Algorithmus zu folgen, abonnieren Sie den Kanal, liken Sie das Video, wenn es Ihnen gefallen hat, und dann läuten oder drücken Sie die Glocke, um benachrichtigt zu werden, wenn es neue Inhalte auf diesem Kanal gibt.